Am 10. November erscheinen die Konsolen Xbox Series X und S. Im Video wollen wir euch einige der meistgestellten Fragen zu Hardware und Co. beantworten. Kann man Hardware von der Xbox One einfach weiterverwenden? Ja, das geht. Obwohl der neue Controller der Xbox Series das Teilen von Inhalten mit einer neuen Share-Taste erleichtern wird, kann man weiterhin die alten Controller von der Xbox One verwenden, einschließlich der Elite-Modelle. Da die Konsole selbst kein Bluetooth unterstützt, spielt es keine Rolle, ob man eine frühere Serie oder spätere Version der Controller nutzt. Auch Zusatzperipherie wie Lenkräder oder der Adaptive Controller sollen an der neuen Konsole funktionieren. Kann man weiterhin Kinect benutzen? Schon für die Xbox One hat Microsoft die Unterstützung für sein Kamerasystem stark zurückgefahren. Mit der Xbox Series wird sie jetzt endgültig eingestellt. Selbst wenn man einen USB-Adapter für Kinect besitzt, wird die Kamera nicht von den neuen Konsolen erkannt und kann dementsprechend auch nicht länger verwendet werden. Kann man alle Spiele aus vorherigen Xbox-Generationen mit der Xbox Series dank Abwärtskompatibilität weiter nutzen? Jein, nahezu alle Spiele von der Xbox One sollten auch auf der Xbox Series funktionieren, abgesehen von den wenigen Kinect-Spielen. Größere Lücken gibt es bei der Bibliothek von 360 und der Original-Xbox. Hier lassen sich an den beiden neuen Konsolen lediglich Spiele via Abwärtskompatibilität nutzen, die man bereits auf der Xbox One verwenden konnte. Was ist der Unterschied zwischen Series X und Series S? Die Xbox Series X ist das Top-Modell von Microsoft. Es bietet gegenüber der S nicht nur deutlich mehr Leistung und eine native 4K-Darstellung, sondern auch eine doppelt so große interne Festplatte und ein integriertes Laufwerk, das neben Games auch das Abspielen von 4K-Film UHD auf Disk erlaubt. Die Unterschiede schlagen sich im Preis nieder. Während man für die Xbox Series X 499 Euro bezahlen muss, erhält man die S-Variante bereits für deutlich günstigere 299 Euro. Ist die Xbox Series X stärker als die PlayStation 5? Auf dem Papier ist die Xbox Series X der PS5 leicht überlegen. Während die Leistungsfähigkeit der Microsoft-Konsole mit 12 Teraflops angegeben wird, kommt die PS5 nur auf etwa 10,28 Teraflops. Auch bei den Shader-Einheiten des Grafikprozessors liegt die Xbox Series X im direkten Vergleich vorne und lagert die Audioverarbeitung zudem auf einen zusätzlichen Chip aus, um andere Prozessoren zu entlasten. Darüber hinaus fällt die Festplatte beim X-Modell etwas größer aus als beim PS5-Pendant. Dafür verbucht die PS5 einen deutlich höheren Datendurchsatz, der sogar doppelt so hoch ausfällt. Aktuell ist jedenfalls davon auszugehen, dass sich beide Plattformen in der Praxis etwa auf Augenhöhe befinden und es zumindest bei Spielen von Drittherstellern keine großen Unterschiede geben dürfte. Wie laut ist die Konsole? Microsoft hat vor allem die Series X nach eigener Aussage so designt, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, das Betriebsgeräusch aber gleichzeitig sehr niedrig zu halten. Ersten Berichten zufolge soll man das Betriebsgeräusch des X-Modells selbst nach längerer Zeit und bei Raumtemperatur kaum wahrnehmen. Wie funktioniert eigentlich dieses Smart Delivery? Ganz grob gesagt, Smart Delivery soll dafür sorgen, dass man automatisch die bestmögliche Version eines Spiels für das Xbox-Modell erhält, das man gerade benutzt. Viele Hersteller bieten für ihre Titel kostenlose Upgrades für die Xbox Series X an, die auf der Konsole dann automatisch installiert werden. Sie können dann zum Beispiel höher aufgelöste Texturen enthalten und die Darstellung in höheren Bildraten ermöglichen. Umgekehrt sollen zum Beispiel die Downloads auf der S im Idealfall kleiner ausfallen, weil dort aufgrund der technischen Limitierung keine 4K-Texturen benötigt werden. Unabhängig von Smart Delivery sollen vor allem ältere Spiele von einer Funktion der Series X profitieren, bei der die ursprüngliche Bildausgabe automatisch in eine Darstellung mit HDR umgewandelt wird. Sind die Ladezeiten tatsächlich so viel schneller als früher? Ja, dafür sorgt die spezielle SSD-Architektur der internen Festplatten, die sowohl in der Xbox Series X als auch der S verbaut wurden. Auch die offizielle Speichererweiterung von Seagate setzt auf diese Technik und ist nach Angaben von Microsoft daher genauso schnell wie die interne Festplatte. Allerdings variiert der Geschwindigkeitsvorteil je nach Spiel.
Vor allem bei Open-World-Spielen dürfte die Schnellreise an den neuen Xbox-Konsolen ihrem Namen endlich gerecht werden. Mitunter spart man mehr als 30 Sekunden bei der lästigen Wartezeit. Wie viel Platz benötigt eigentlich das Betriebssystem? Das Betriebssystem beansprucht etwa 200 GB auf der Festplatte. Auf der X, die standardmäßig mit einer Festplattenkapazität von 1 TB ausgeliefert wird, stehen den Nutzern für das Speichern von Spielen und anderen Daten noch 802 GB zur Verfügung. Die Xbox Series S wiederum besitzt lediglich eine 500 GB SSD. Kann man weiterhin normale externe Festplatten benutzen oder muss man sich zwingend die teure Speichererweiterung von Seagate zulegen? Um von den schnellen Ladezeiten zu profitieren und die Next-Gen-Version von Spielen zu nutzen, ist entweder die interne Festplatte oder die offizielle Speichererweiterung von Seagate Pflicht. Genau wie an der Xbox One lassen sich Spiele aus der aktuellen Konsolengeneration 360 und Original Xbox aber optional auf ganz normale externe Festplatten oder übliche SSD auslagern und via USB an die Xbox Series anschließen. Voraussetzung ist aber, dass die externen Datenträger den Standard USB 3.0 erfüllen. Die Konsole ist mit 3 entsprechenden USB-Ports ausgestattet. Was hat es mit diesem HDMI 2.1-Anschluss auf sich? Braucht man da jetzt einen neuen Fernseher und neue Kabel? Die Xbox Series wird auch an älteren TV-Geräten und AV-Receivern funktionieren, die den neuen HDMI-Standard nicht unterstützen, aber zumindest mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet sein sollten. Allerdings muss man in diesem Fall auf moderne Features wie die variable Bildrate, Bildfrequenzen von 120 Hz in Kombination mit 4K und die theoretische Darstellung in 8K verzichten. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Umstieg auf HDMI 2.1 nicht über ein Software-Update möglich ist, sondern einen entsprechenden HDMI-Anschluss am TV- oder AV-Receiver erfordert. Man muss also jedes Gerät einzeln betrachten und überprüfen, was es letztendlich beherrscht und vor allem was nicht. Die meisten High-Speed- und Ultra-High-Speed-Kabel dürfen zwar für die meisten Anwendungen weiterhin ausreichen, offiziell bringen aber erst die Premium-Ultra-High-Speed-Kabel die vorgeschriebene Geschwindigkeit bei der Datenübertragung mit, um alle Vorteile von HDMI 2.1 ausschöpfen zu können. In welcher Position kann man die Konsole aufstellen und wie viel Platz benötigt das Gerät genau? Microsoft betont, dass man die beiden neuen Xbox-Konsolen sowohl horizontal als auch vertikal aufstellen kann. Ein Blick auf das Logo am Gehäuse offenbart dagegen die Präferenzen. Die Series X sollte demnach eher vertikal als Turm genutzt werden, während die Series S in erster Linie für eine horizontale Aufstellung gedacht ist. Mit diesen Maßen könnte es in den meisten TV-Racks ohnehin eng werden, die Series X horizontal in einem der Regalschächte zu platzieren, zumal die Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden sollten, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten. Erlaubt die Xbox Series X tatsächlich Bildauflösungen von bis zu 8K? In der Theorie ja. Aus diesem Grund bezeichnet Microsoft sein Topmodell auch als 8K Ready. Schon allein, weil es mit dem HDMI 2.1-Anschluss ausgestattet ist. In der Praxis dürfte 8K dagegen kaum eine Rolle spielen. Vor allem nicht bei Spieleanwendungen. Selbst Xbox-Chef Phil Spencer geht davon aus, dass 8K im Spielebereich noch Zukunftsmusik ist und vielleicht sogar niemals zum Standard in Videospielen werden wird.